Hallihallo und einen schönen guten Tag. Meine Lieben, wie euch vielleicht aufgefallen ist, ich habe mich in den letzten Wochen ein wenig rar gemacht. Das hat einen ganz konkreten Hintergrund, ich bin leider krank. Und zwar so krank, dass ich viele Dinge nicht machen kann. Keine Sorge, alles gut, ist lästig, ein bisschen schmerzhaft, aber nicht lebensbedrohlich und auch nicht weltbewegend, aber doch sehr einschränkend. Aufgrund dieser Einschränkung habe ich mir in der letzten Woche wirklich intensiv Gedanken gemacht, zumal ich auch bei einem weiteren Arzt war, der mir ganz klar gesagt hat, das wird alles gut, aber hab einen langen Atem, das dauert ein bisschen. Und das hat mir tatsächlich den Anlass gegeben, mich hinzusetzen, mir Gedanken zu machen und zu schauen, wie kriege ich das hin. Problem ist folgendes, ich bin schlecht zu Wege, wie wir hier so sagen. Ich kann extrem schlecht laufen im Moment. Ich bin an Unterarmstützen, längere Strecken muss ich tatsächlich auf den Rolli zurückgreifen. Ich komme unglaublich schlecht die Treppe hier hoch. Dazu brauche ich einen sehr, sehr guten Tag. Und bedingt durch die Medikamente und Schmerzmittel, die ich zu mir nehmen muss, ist meine, und das ist so der Hauptpunkt, meine Kreativität extrem eingeschränkt. Mein Ehemann muss mich sehr unterstützen, was er auch sehr gut tut. Aber damit ist er natürlich auch völlig überfordert. Kann ich total nachvollziehen. Wäre bei mir genauso, wäre es andersrum. Aber er ist da und das, ja, das ist auch gut so. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ist dabei rausgekommen? Es muss und wird ein paar Veränderungen geben. Ich muss davon ausgehen, dass ich zumindest ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate, noch arg eingeschränkt sein werde. Ich hoffe, bis Ende des Jahres habe ich das alles wieder komplett im Griff. Mir geht es langsam schon besser. Wie gesagt, seit 8 Wochen mache ich mich da jetzt mit rum und es ist schon deutlich besser geworden. Aber jeden Tag oder jede Woche nur ein bisschen und es ist abzusehen, dass es so schnell nicht wieder richtig gut wird. Das wird ein bisschen dauern und das hat mir mein Arzt auch bestätigt. Das bedeutet, ich muss und ich werde ein paar Dinge einschränken. Unter anderem werden unsere Lives, also unser Schulter hoch 2 und mein Live-Workshop, hinten runterfallen. Das bekommen wir einfach nicht hin. Da steht uns einerseits der Kopf nicht nach und andererseits meine Kreativität bleibt ein wenig auf der Strecke. Alles Administrative, was ich so mache, ist überhaupt gar kein Problem. Ich bin unten, ich bin am Handy, ich bin am Laptop. Das heißt, liebe Kundinnen und Kunden, seid so gut und haltet mir auch in der Zeit, wo ich vielleicht nicht ganz so präsent bin, die Treue. Denn wenn ihr mich jetzt schont und sagt, oh Gott, wir fragen nichts und wir geben auch keine Bestellungen auf, dann bekomme ich langfristig ein großes Problem, denn wie ihr wisst, ich bin Vollzeitdemonstratorin, ich bin selbstständig und das ist einfach meine Existenzgrundlage. Und ja, das wäre eine zusätzliche Dramatik, die ich nicht gebrauchen kann. Also, nochmal, die Lives werden leider runterfallen. Ich werde nicht so präsent sein können in den Social Medias, wie ich es bisher war. Das funktioniert im Moment einfach nicht und ich habe jetzt einige Tage darauf rumgedacht. Ich muss leider Ende September diesen Jahres die Nordica absagen. Ich werde das wahrscheinlich nicht hinbekommen. Und wenn ich etwas mache, dann mache ich das richtig. Und ich habe, wie gesagt, lange dran rum überlegt und da ist jetzt die Entscheidung getroffen. Die Nordica ist Ende September. Anfang September wäre meine Millionenreise in die USA gewesen, die ich leider auch nicht antreten werde. Auch die habe ich in der letzten Woche abgesagt. Aber zum Glück hat mir Stampin' Up! Bestätigt, dass ich die im nächsten Jahr nachholen kann, was mich wirklich glücklich macht, weil da habe ich mich unfassbar drauf gefreut. Und zum Glück macht Stampin' Up! Das möglich und da bin ich auch total glücklich drüber. Das ist dann zwar ein Jahr später, aber ist mir egal. Hauptsache, ich kann die Reise antreten. Dieses Jahr wird das nicht funktionieren. Ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass
ihr mir treu bleibt, mir die Treue haltet, insbesondere meine Kunden mir treu bleiben. Meine monatliche WhatsApp-Party wird ganz normal laufen, vielleicht ein kleines bisschen eingeschränkt, aber sie wird ganz normal laufen, weil das gehört einfach zu meinem monatlichen Geschäft mit dazu und auch zu meinem Geschäftskonzept mit dazu und das muss sein. Das ist aber auch völlig okay, weil auch das kann ich alles problemlos vorbereiten. Was die Administration angeht, ich bin ja nicht alleine zum Glück. Also wenn ich tatsächlich mal einen schlechten Tag habe, ist auch noch meine Patricia da, die alles abwickelt. Und wenn es mal ganz hart auf hart kommt, stehen wir auch ständig in Kontakt. Also auch nicht das Problem. Das heißt, ihr müsst ein kleines bisschen auf mich verzichten. Ich hoffe auf euer Verständnis und ich hoffe darauf, dass ihr, wie gesagt, mir die Treue haltet und sich jetzt durch so eine unglückliche Sache nicht mein Kundenkreis massiv verkleinert. Das wäre, ja, das wäre sehr unglücklich. Ein kleiner Shoutout noch an mein Team, ihr Lieben. Ich habe euch vor Veröffentlichung dieses Videos schon darüber informiert. Hier nochmal ein bisschen persönlicher im Video. Scheut euch bitte nicht. Ich bin da, ich bin am Handy, ich bin am Laptop. Das heißt, ihr könnt mir E-Mails schreiben, ihr könnt in die Team-WhatsApp-Gruppe schreiben. Wenn irgendwas ist, wenn irgendwelche Fragen sind, ich bin da, so ist das nicht. Für mich im Moment ist wichtig, an allererster Stelle, ich muss so gesund wie möglich werden und das so schnell wie möglich. Ich habe auch keine Lust mehr dazu, muss ich gestehen. Und gleich mit einem kleinen Abstand kommt dann eben mein Geschäft, weil das ist meine Existenzgrundlage. Und mein Geschäft besteht aus meinen Kunden, die mir hoffentlich treu bleiben, und meinem Team, für das ich auf jeden Fall da sein werde. Diese Woche ging es mir wirklich bisher sehr, sehr gut und ich bin sehr guter Dinge, dass ich diese Woche noch ein Video drehen kann. Ich habe tatsächlich auch schon eine Idee und ich freue mich da auch schon drauf, weil das ist für mich natürlich auch eine Auszeit und Entspannung. In den letzten Wochen war da gar nicht dran zu denken, irgendwas zu machen. Aber so langsam juckt es mir auch echt in den Fingern und ich möchte auch wieder. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin würde ich sagen, ciao, ciao.